select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Tugay, es war das Duell der Spitzenverfolger, sehr emotional aufgeladen. Ja, wie siehst du es jetzt so kurz nach dem Spiel? Ja, was soll ich groß dazu sagen? Normalerweise sind wir eine Mannschaft, die das Spiel in die Hand nimmt. Spätestens nach dem 2:0 durfte da nichts mehr anbrennen. Und dann noch die rote Karte später. Da müssen wir es ausnutzen eigentlich, haben wir nicht gemacht. Ich springe mal aggressiver dann gegen Ende. Und ja, dann würde ich mal sagen, passt das unentschieden. Was meinst du, woran es lag, dass ihr die 2:0-Führung nicht und dann die spätere gelb-rote Karte bei einem Stand von 2:1, glaube ich, nicht ummünzen konntet in einen Sieg? Ja, wir haben uns hinten reingestellt, was eigentlich gar nicht unser Spiel ist. Normalerweise, ja, wie schon gesagt, nehmen wir das Spiel in die Hand und spielen die Zeit runter. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben uns defensiv eingestellt und das war, glaube ich, das Ausschlaggebende, was dann nicht gepasst hat. Das Spiel war auch ziemlich außergewöhnlich von den Emotionen her. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Ja, klar, dass so Emotionen da mitspielen, das ist völlig normal. Vor allem bei uns geht es darum, dass wir uns den zweiten Platz safe machen. Und ich springen will halt nochmal angreifen. Und ja, es sind halt auch Namen dabei, die hier spielen, die haben schon einiges durchgemacht, die kennen, die haben Erfahrung und da ist es klar, dass man sich da gegenseitig ein bisschen stichelt und ja, Emotionen, das ist alles eigentlich normal. Wobei ich manche Entscheidungen dann nicht verstehen kann, aber kann man nichts machen. Jetzt ist es passiert, jetzt müssen wir nach vorne schauen und müssen halt gucken, dass wir uns sowas nicht mehr erlauben. Möchtest du ein Statement zu den Entscheidungen, zu den kritischen Schiedsrichterentscheidungen geben, die du angesprochen hast? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, die haben es auch nicht leicht. War halt heute für uns negativ, aber eigentlich, nee, also es passiert, kann man nichts machen. Schade. Du hast ein Tor gemacht, das Tor zum 2:0, zu der 2:0-Führung. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du das gemacht hast? Ich habe ihn einfach reingehauen. Ganz einfach. Der Ball lag da, ich habe ihn reingehauen. Ich wünschte, ich könnte ihn mit dem Sieg noch am Ende feiern. So ist es halt nun entschieden. Kann man nichts machen, müssen wir weitermachen. Okay, für euch geht es weiter darum, an der Spitze dran zu bleiben. Nächster Gegner, Wurmberg-Neubärental. Kannst du uns dazu sagen, was euch jetzt für den Rest der Saison, was ihr euch da vorgenommen habt und ein paar Worte zum nächsten Spiel? Ja, wir wollen, jeder Spieler brennt. Wir wollen auf jeden Fall Relegation spielen. Wir sind eigentlich auch auf einem guten Weg dahin. Wir trainieren unter der Woche sehr stark. Der Timo und der Felix machen das super. Und deshalb habe ich da eigentlich keine Zweifel gegen Wurmberg, wobei die auch sehr gefährlich sein können. Man darf den Gegner nicht unterschätzen. Es wird auf jeden Fall auch ein kritisches Spiel. Aber ich bin eigentlich positiv zum Spiel. Also es wird schon klappen. Tugay, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ebenfalls. Gell? Ciao, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.